Wir begegnen dem letzten Schiff von der Bauserie vom Typ 4. Mit diesem Schiffstyp verbinden mich mehrere Dinge. Es hat damit begonnen, dass ich 1953 als Jungingenieur im zentralen Projekt- und Konstruktionsbüro für Schiffbau, Hauptsitz Berlin-Köpenick und in der Außenstelle Warnemünde, als Konstrukteur angefangen zu arbeiten. Ich habe während dieser Tätigkeit an der Entwicklung der Rohrleitungssysteme mitgearbeitet. Und da das Schiff, das fünfte Schiff der Serie, gerade auf der Helling lag und kurz vorm Stapellauf war, wurde ein Vertrag gemacht, dass die Schweden den haben sollten. Und als das Schiff dann getauft wurde, da stand ich das erste Mal in meinem Leben oder auch das einzige Mal mit auf der Stapellauftribüne, weil ich zur damaligen Zeit technischer Leiter für den Bereich Schiff beim Außenhandel war. Und war dabei, als das Schiff auf den Namen Frieden getauft wurde. Dieses Schiff hatte ein ganz hervorragendes Seegangsverhalten, was ich bei späteren Schiffstypen, auf denen ich gefahren bin, nie wieder so erlebt habe. Und noch etwas Besonderes, bei diesem Schiff mit seinen geschwungenen Vorstäben, den sogenannten Meierstäben, und den Rundungen in den vorderen Aufbau und am Achterschiff, wird die Schiffbauästhetik der 50er Jahre sichtbar. Und das ist schon ein Punkt, deswegen ist das Schiff auch besonders erhaltenswert, weil da so etwas weltweit auf keiner Stelle mal irgendwo zu sehen ist. Und das zweite Besondere ist, das ist der gesamte Maschinenbetrieb. Der kontinuierliche Aufschwung und Wohlstand des Volkes hatte in der Zeit des Aufbaus seinen Ursprung im Handel auf dem Wasser und nicht über Land. Schiffe der Bauserie vom Typ 4 waren deshalb nicht nur Rückgrat für die Versorgung des Volkes, sie sind auch die ersten Eigenkonstruktionen und Eigenbauten der Rostocker Warnow-Werft, die sich nicht nur als formschön erwiesen, sondern durch besonders gutes Seeverhalten auszeichneten. 15 Schiffe dieses Typs wurden an der Warnow-Mündung gebaut. Davon fuhren seinerzeit 12 Schiffe unter der blau-rot-blauen Flagge der deutschen Seereederei Rostock. Tausende Menschen bauten an den Typ 4 Schiffen oder fuhren auf ihnen stolz um die Welt. Typ 4 Schiffe waren somit friedliche deutsche Botschafter ihres Heimatlandes und ihres Heimathafens Rostock. Bambus spielt die Hauptrolle im traditionellen chinesischen Garten.
alten Bauwerke komplett aus Bambushölzern errichtet. Die Künstler aus dem Reich der Mitte verstehen es zu überraschen. Pavillone und Pagoden, für Europäer geheimnisvolle Schriftzeichen. Wer auch nur durchs Mondtor blickt, fühlt die Ruhe und die Erhabenheit einer längst vergangenen Dynastie. Die Parkbühne, 42 Meter lang, 32 Meter breit und mit über 1000 Quadratmetern überdacht. Liebe Zuschauer, das, was Sie im Hintergrund sehen, ist das Mecklenburger Hallenhaus. Es ist mit Mitteln des Bundes, der IGA und des Landwirtschaftsministeriums hier für die IGA erbaut worden. Das größte lebende Naturpflanzenwerk der Welt. Ein Dom aus Weidenholz. 8 Wochen hat es gedauert, das Gerüst der Kirche zu bauen. 600 Menschen aus 13 Ländern haben daran gearbeitet. 250 Veranstaltungen insgesamt und 3 Andachten für jeden Tag. Evangelische und katholische Kirche arbeiten zusammen. Unser Weidendom ist das höchste pflanzliche Bauwerk der Welt.